Radio Hamburg Video. Wir waren auf dem Weg nach Hause vom Einkauf und ungefähr 150 Meter von dem Haus hörten wir plötzlich einen Markerschüttern, einen wirklich unvergesslichen Knall. Und dann sah ich als nächstes flogen Fenster und Türteile durch die Luft und landeten auf der Straße oder sogar beim gegenüberliegenden Nachbarn. Und das Schlimmste, ich sah auch zwei Handwerker, die durch die Luft gewirbelt wurden. Also das war ein besonders schlimmer Eindruck. Das Haus war zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. Und es kam dann Rauchqualm und dann sah ich auch eine große Stichflamme. Da lagen viele Einzelteile, so rausgeschleuderte Mauerreste, Holz und dann, was immer so besonders anrührt, viele persönliche Dinge, Papiere, Teile von Büchern, zum Beispiel auch ein Brillenetui und so etwas. Also das ist weit verstreut, aber wie durch ein Wunder sind die anderen Häuser, die Nachbarhäuser, nicht beschädigt worden. Ich war gerade im Keller und das war ein unwahrscheinlicher Knall. Ich habe gedacht, mein Haus bricht zusammen, bin gleich rausgelaufen und dann sah ich schon, wie das Haus gegenüber brannte. Und ich wusste auch, dass da Bauarbeiten sind. Und und dann hat er wohl die Gasleitung getroffen und ja, dann ist das passiert. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.